Frohes neues Jahr! Ein kurz Neues. Ja, denn wenn ihr das Video hier seht, dann ist es bereits vorbei, die Aufzeichnung des Silvester-Specials 2023. Und wir hatten auch in diesem Jahr wieder Lust und Spaß, was zusammenzustellen und waren in einigen Läden unterwegs. Richtig. Insgesamt kann man sagen, dass wir uns dieses Jahr ein bisschen zurückgehalten haben. Ja, vielleicht, ja. Notgedrungen. Aber dass wir dafür ein paar kleine Highlights dabei Ich haben. denke Und auch. ja, ich bin schon sehr gespannt. Ein paar Dinge haben wir tatsächlich nicht gekriegt. Das können wir dann erwähnen, wenn es eingeblendet wird. Und beziehungsweise wenn der Ersatz dafür eingeblendet wird, weil das, Richtig. was wir nicht gekriegt haben, können wir schlecht einblenden. Wobei man Ja. sagen muss, wir haben jetzt nicht wirklich Ersatz gekauft, außer eine Sache, glaube ich. Zwei Sachen. Ja, aber also wir haben jetzt nicht für Dinge, die wir nicht gekriegt haben, eins zu eins uns bemüht, Ersatz zu kriegen, sondern wir haben halt einfach ein bisschen improvisiert und dann Genau. gesagt, okay, dann lassen wir halt auch einfach mal was weg. Man Richtig. muss es ja auch nicht immer so, es muss ja nicht immer so eskalieren. Genau. Ich denke, es wird trotzdem sehr, sehr schön. Wir haben diesmal sechs Phasen zusammengestellt bekommen. Ich glaube, letztes Mal waren es noch sieben. Diesmal sind es sechs Phasen. Und ja, wir gucken einfach mal, was wir gekriegt haben. Mit der ersten Phase fangen wir ganz locker an mit einer wunderschönen Knisterfontänenbatterie, nämlich dem Drachenzauber. Richtig. Wir haben uns tatsächlich einige Fontänenvideos angeschaut. Es sind wieder viele Fontänen auf dem Markt dieses Jahr. Ja. Und es war schon die, die uns da am ehesten noch überzeugt hat. Die ist schön abwechslungsreich, da bin ich sehr gespannt drauf. Sind auch viele dabei gewesen, die wir jetzt schon hatten. Ich weiß immer noch, dieser Wildlife ist sehr, sehr geil. Wildfire, Oder glaube ich. Wildfire, Der, genau. das war eigentlich bisher Und der größte Knaller. King Size. Die beiden Genau. sind immer sehr gut. Auch Aber das Monster war immer, ich weiß gar das war nicht mehr, sehr wie der wirklich lustig. heißt. Ja, Also, das heißt Monster tatsächlich. ja, Ja. also das sind schon sehr, sehr gute, Ja. aber man muss die ja nicht jedes Jahr neu aufwärmen. Wir Nö, wollen ja auch genau. neue Dinge Richtig. ausprobieren. Und wir hatten uns den hier mal angeguckt und wie ihr seht, 30 Sekunden Brenndauer ist schon heftig für eine. 80. 80, ja, meine ich ja auch. Kann man ja mal Habe ich verwechseln. falsch abgelesen. Für eine Fontäne ist das schon ziemlich heftig und die macht ordentlich was her. Also in dem Video ist sie richtig abgegangen. Ja, Ich vor allem hoffe, dass das bei uns auch macht. die hat halt auch schön diesen Knistereffekt, was ich bei Fontänen immer sehr schön finde. Ja, Also, ja. und wie gesagt, abwechslungsreich. Nicht einfach nur so ein Goldvulkan, der hochgeht, sondern Ja. da passiert schon ein bisschen was. Genau. Das ist praktisch die erste Phase so zum Warmwerden. Und in der zweiten Phase wird es dann lustig, sag ich mal, weil wir haben da zwei so kleine Feuerwerksbatterien von der Marke Volksfeuerwerk. Hatten wir noch nie was von. Haben wir bei Jawohl gekauft. Das eben war übrigens bei Aldi, der Drachenzauber. Und jetzt haben wir zwei Einkäufe von Jawohl. Nämlich zum einen Grete Thunfisch. Möchtest du was dazu sagen? Haben wir natürlich nur wegen dem Namen gekauft. Ja, Ist also. so. Also, nein, sie ist für den Preis, das war so ein kleines Schnäppchen. Ja, Ja. dafür macht sie eigentlich sogar ganz hübsch was her. Ja. Aber vordergründig war es schon der Name, muss Du ich bist ehrlich ja der zugeben. Meinung, dass das eine Anspielung ist, ne? Nee, An gar nicht, eine ne? gewisse Person. Ja, also, Entschuldigung, es ist so offensichtlich, aber es ist so geil, ne? Ja, Grete schon. Thunfisch, finde ich so super. Ja, in Glitzerrot und Violett, wie man hier sehen kann, Ist auf der. hübsch. Also hübsche Farben hat es Ja, tatsächlich. genau. Also Es sind eigentlich nur sieben Schuss. Es ist eine ziemlich kurze Phase da für. steht 9 Schuss, aber Schatz hat es heute nicht so mit Zahlen lesen. Das stimmt, ich rede einfach Müll, ne? Also es sind 9 Schuss leider nur, aber ja, 20 Sekunden, 20 Meter, ist eine relativ kurze Phase und damit es halt nicht ganz so eintönig ist mit Rot und Glitzer, legen wir ihr dazu den King Brudi. Da wissen wir aber noch nicht so ganz, wer da jetzt, also wer da die angespielte Person sein soll, ne? Also, ich habe gerade mal geguckt, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Brudi, Aha. aber ich habe keine Ahnung. Also, wenn ihr da eine Idee habt, Ja. wir sind ja in der Szene nicht so drin in der modernen Welt. Genau. Und aber die, glaube ich, dass sie in der Kombination wirklich hübsch, also sie sind auch wirklich hübsch. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass das totaler Müll ist und wir das nur aus Gag gekauft haben, sondern die waren ja auch sehr, sehr günstig und ja. Das ist eigentlich genau das Äquivalent dazu, weil wir haben ja auch 9 Schuss, 20 Sekunden, 20 Meter. Und bei dem ist es halt so, der hat halt so fette Goldweiden mit blauen Sternen. Passt gut zu dem Rot. Ja. Und das ist eine nette kleine Phase. Wir haben uns die beide angeguckt und haben echt festgestellt, dass die zusammen wohl wirklich gut aussehen. Ja, Da bin ich und echt gespannt. wie gesagt, 1,399 Euro, da kann man nicht viel verkehrt machen für 8 Euro, denke ich. Ich glaube, Ja. das ist dann schon ein netter Gag. Ja. Phase 3 wird es dann jetzt noch ein bisschen ernster. Da haben wir dann ein paar richtige, also ja, vernünftige Batterien in Anführungsstrichen. Was soll das denn heißen? Ja, Reese ist klar. Wir fangen an mit einem. Also es sind jetzt immer Kombinationen von zwei Batterien. Der erste Teil ist hier die Miracle Night von Penny, von der Firma Weco.
40 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Höhe und 36 Schuss. Und die sollte ordentlich was hermachen. Die hat, glaube ich, ein paar schöne Schuss gehabt. Also ich bin jetzt ja mittlerweile auch auf dem Trichter, es geht gar nicht darum, dass eine Batterie sehr viele Schuss hat. Ja. Wenn es schöne Single-Shots sind, ja, die dann wirklich einzeln immer schön was hermachen, bringt mir das mehr, als wenn es lauter so sinnlos Geballer ist. Richtig. Und ich glaube, das war eine, die so ein bisschen Single-Shots hatte. Ja, genau. Und deswegen packen wir ihr noch einen dazu. Und das ist wieder was sehr Witziges. Wir haben hier nämlich noch den Bärbock. Haben wir natürlich nicht wegen dem Namen gekauft. Und das ist mit Sicherheit keine Anspielung. Nein. Auch wieder von der Marke Volksfeuerwehr. Ich glaube, die haben es gerne mit diesen Anspielungen. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsmarke. Deswegen glaube ich ja, dass King Brudi auch irgendwas sein muss. Ja, natürlich. Aber ich weiß halt nicht, was. Ja, der kostet allerdings schon 15 Euro. Der ist ein bisschen teurer. Hat auch in Anführungsstrichen nur 13 Schuss, aber schöne Schuss. Ja, ich suche gerade. Ich habe hier auch noch ein Bild von. Das wollte ich noch nicht. Ich habe das Bild aus Versehen gegeben. Nee, da ist das Rückbild, genau. Da haben wir nämlich auch 20... Nee, das ist es nicht. Du hast es gerade übersprungen. Nee, dann habe ich das Bild wahrscheinlich gelöscht. Ich hatte auch ein Bild von der Rückseite, was wir für uns jetzt hier nicht mehr haben. Dann mache ich das nachher nochmal. Gut. Ja, jedenfalls... Ach, da steht... Ach, hier oben kann man es aber auch erkennen. Also ja. 35 Sekunden, 40 Meter. Also genau der Umkehrschluss von dem hier eigentlich. Ja. Aber ja, ich denke, die werden sich ganz gut ergänzen. Ich bin sehr gespannt. Die liegen quasi 5 Meter auseinander. Ich hoffe, dass ich das in der Kamera gut eingefangen bekomme. 5 Meter sollte gehen. Aber da das ja Single-Shots sind, ist es gar nicht so schlimm, wenn die nicht direkt auf einer Höhe sind, damit da wirklich jeder Schuss ein bisschen zur Geltung kommt. Genau. Bin ich sehr gespannt. Ja, ich denke auch. Ich glaube, die Kombination ist hübsch. Das wird gut, denke ich auch. Dann haben wir eine weitere Phase. Dann sind wir schon in der vierten Phase. Und da haben wir eine Kombination aus hier dem Guardian. Den gibt es auch bei Jawohl. Genau wie den Bärbock übrigens, habe ich eben wieder nicht gesagt. Und für 13 Euro und eine Blinkstar-Batterie. Das ist jetzt nicht so aufregend, war tatsächlich ein Alternativkauf. Genau. Wir haben uns den dann vor Ort über den QR-Code angeschaut und haben festgestellt, hübsch als Beiwerk. Man braucht was dazu, das ja. Ja. Aber als Beiwerk sehr ein schöner Rahmen, würde ich sagen. Kann man mal kurz sagen, wir wollten eigentlich die Batterie Feuer und Eis haben in zweifacher Ausführung. Richtig. Das war so rot-goldene Schüsse, die sehr, sehr geil aussahen. Mhm. Und war leider entweder schon ausverkauft oder war nicht mehr da, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die haben ständig ausgepackt, wir haben auch lange gewartet, aber die kamen halt nicht mehr dazu. Die waren da teilweise mit 4-5 Mitarbeitern nur rein Kartons ausgepackt, das war schon traurig, das mit anzusehen eigentlich. Also vielleicht hätten wir die Feuer und Eis gekriegt, wenn wir da noch einen halben Tag gestanden wären, aber irgendwann haben wir gesagt, nee, jetzt ist gut. Und dann haben wir uns jetzt den Guardian genommen und haben dann gesehen, oh, da ist aber einer, der geht genauso lang wie der Guardian und den kann man eigentlich ganz gut damit kombinieren, nämlich... Da war er. Der böse Opa. Von Leslie. Da wären wir wieder. Wir haben jedes Jahr, glaube ich, einen Leslie mit drin. Ne? Ja, wir haben schon mehrere böse Sachen gehabt. Wir hatten schon hier böse Oma, böse Schwester, böser Bruder gibt's da. Böse Beamte. Das waren die wütenden Beamten. Die gehören aber auch zu. Die waren aber auch so ein Knaller. Ja, die gehören auch dazu tatsächlich. Und der geht halt auch hier 30 Sekunden, 35 Meter. Und der ist schön bunt tatsächlich. Ja, mit denen haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ja. Das ist, glaube ich, so der einzige, den wir uns jetzt nicht im QR-Code vorher angeguckt haben. Ne? Nee, den hatten wir aber tatsächlich zu Hause einmal kurz angeguckt. Aber da hatten wir noch überlegt und haben dann gesagt, nee, lassen wir. Aber da das mit einem anderen nicht geklappt hat eben, haben wir dann gesagt, ja gut, dann nehmen wir den halt auch noch mit. Ja, der Guardian ist übrigens von Helios, habe ich eben nicht gesagt. Haben wir auch noch nicht viel von gehabt tatsächlich. Ich bin echt gespannt, was sich... Viele verschiedene diesmal. Ja, wie die Mischung sich dann praktisch macht. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Dann kommen wir zur fünften Phase, die schon das Halbfinale dann darstellt. Und zwar... Wir haben ja einmal die Glitzerkiste. Mhm. Das ist wirklich tatsächlich ein riesiger Glitzerkisten. Also einfach nur ein Glitzereffekt. Der schießt irgendwelche Sterne in die Luft. Sehr hübsch. In dem gleichen stupiden Rhythmus eigentlich. Es ist so ein Single-Shot-Ding. Und deswegen muss da unbedingt was zu. Aber sehr hübsch tatsächlich. Sehr schöne Glitzersterne. Tatsächlich. Ist auch von Nico. Nico ist gut. Und Nico macht ja erfahrungsgemäß sehr schönes, hübsches Feuerwerk. Ja. Meistens nicht ganz preisgünstig, aber dafür qualitativ wirklich hübsch. Die sind gut, ja. Und passt sich sehr, also fügt sich sehr schön ein in unseren bunten Mix, den wir da haben. Ja. Und hat mir sehr gut gefallen in der Voransicht, die Glitzerkiste. Genau. Die hat 50 Sekunden Dauer und in der Höhe von 30 Metern. Und dazu packen wir die tatsächlich teuerste Batterie, die wir dieses Jahr gekauft haben, nämlich den der Mohawk mit 32 Schuss.
Und auch 40, ja, 40 Sekunden Brenndauer, also geht ein bisschen kürzer, dann müsste man mal gucken, dass man den anderen ein bisschen eher anzündet. Genau. Aber der hat so, das ist so eine Fächerbatterie, was ich sehr gerne mag. Ja. Und zwar eine schöne Fächerbatterie. Es gibt auch billige, aber der sah echt gut aus. Der ist übrigens mal wieder von Leslie, der normalerweise auch diese Scherz. Tatsächlich. Der ist von Leslie, ja. Ich habe irgendwo, sieht man auf dem Bild jetzt vielleicht nicht, aber irgendwo kann man es sehen. Okay. Ich habe es jemals gelesen. Sieht man jetzt vielleicht auf dem Bild nicht. Nee. Aber er ist von Leslie. Man kann es, ja, glaub mir einfach. Ich zeig's dir nachher nochmal. Ja, glaube ich dir. Und ja, das ist praktisch unser Vorfinale. Und dann haben wir jetzt als letzte Phase ein kreiertes Finale, weil das eigentliche Finale, was wir kriegen wollten, vergriffen war. Die hatten wohl nur 4 Stück da, auch wieder bei Jawohl. Und zwar wäre das der Piranha gewesen von Bodmer, von Pyroland. Das wäre ein ganz teures Ding gewesen. Das hätte das Finale an sich schon einen Hundi gekostet. Ja. Ist total überteuert, aber es sah sehr geil aus. Zum Glück kann man fast sagen, hatten sie ihn nicht da. Weil so ist das Feuerwerk einfach mal um 100 Euro billiger geworden. Genau. Also wir haben das jetzt auch nicht versucht, mit einer anderen teuren Batterie zu ersetzen, weil die dieses Jahr da am Start waren, das war nicht viel und die waren auch nicht toll. Das wäre auch die einzige gewesen, wirklich, die macht was her. Richtig, genau. Deswegen war die auch sofort vergriffen. Die anderen, die kannten wir entweder schon oder die waren halt einfach nichts. Und deswegen haben wir jetzt einfach ein Finale kreiert aus zwei, die wir sowieso haben wollten. Richtig. Nämlich einmal den Rain of Glitter von Weko. Finde ich sehr, sehr geil. Den gab es bei Penny. Und der ist echt geil. Also 55 Sekunden Brenndauer. Schön bunt. 40 Meter hoch. Der ist echt cool, ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und weil der halt noch nicht mächtig genug ist natürlich, packen wir dazu noch den Thunderbolt von Nico, der 40 Sekunden geht und 40 Meter hoch auch. Und 40 Meter waren sie beide, ja, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und ja, es ist dann nicht so ein ganz langes Finale, also eine knappe Minute dann vielleicht, aber immerhin, denke ich mal, macht das ordentlich was her. Weko und Nico zusammen, das kann nicht gut schief gehen, denke ich mal. Das ist richtig. Ich sehe auch gerade, das ist ja auch wieder eine Fächerbatterie. Ja, ist es. Und ich glaube, das wird sehr farbenfroh. Mhm. Und wie gesagt, nicht allzu lang. Aber es muss ja auch nicht lang sein. Hauptsache, es ist schön. Richtig. Ja. Ja, das ist dann praktisch unser großes Finale. Und ich denke, wir haben da eigentlich ganz gut was zusammengestellt. Und ja. Es ist weniger als in den Jahren davor. Also von der Masse her vielleicht ja, aber ich glaube, es wird trotzdem sehr, sehr geil. Ich glaube also, auch. Da kann man schon was draus machen. Und ja, also ich bin einfach nur sehr gespannt. Das nehmen wir natürlich jetzt hier alles auf, bevor das Feuerwerk abgefackelt ist. Und schneiden euch dann gleich zum eigentlichen Silvesterabend ran. Ich hoffe nur, dass uns der Wind keinen Strich durch die Rechnung macht. Es ist aktuell nur Regen und Wind. Und zwar seit 2 Wochen durchgängig. Richtig. Der Wind muss echt ein bisschen nachlassen, sonst sieht es halt echt scheiße aus. Der Regen ist zwar lästig für den Benutzer, der auf dem Boden steht, ja. Aber fürs Feuerwerk erstmal zu vernachlässigen, aber der Wind ist halt... Mit dem Regen kann man irgendwie klarkommen, wenn man einen Regenschirm dabei hat, dass die Kamera nicht nass wird vorne an der Linse. Genau. Aber Wind ist halt scheiße, weil dann gehen die Schüsse alle durcheinander. Du siehst, die Fontäne ist eine Katastrophe, wenn es windig ist. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass der Wind ein bisschen abflacht. Zumindest um Mitternacht für ein halbes Stündchen würde mir schon reichen. Ja. Ja. Okay. Also ich stelle fest, wir haben, glaube ich, noch in keinem Jahr so viele verschiedene Hersteller gehabt. Ist eine Menge dabei. Es ist alles dabei, ne? Ja, ja. Alles außer Komet. Doch, ja. Haben wir? Nee. Haben wir gar keinen Komet diesmal dabei? Nee, ich glaube nicht. Stimmt. Ich glaube, wir haben gar keinen Komet. Was nicht schlecht ist. Nee, Komet ist ja auch immer so ein Kompromiss. Ja, ich weiß nicht. Schlechter Kompromiss. Ja, Tischfeuerwerk haben wir einiges von Komet. Aber da immer, sind sie auch gut. Da muss ich echt sagen. Da haben wir ein bisschen Tischfeuer, also wir haben tatsächlich anzahlmäßig sehr viel mehr Tischfeuerwerk als richtiges Feuerwerk. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Jahr. Ich glaube, es wird bunt. Ja, ich denke auch. Bunt und glitzerig. Ja. Jetzt haben wir euch genug zugelabert. Mhm. Wie gesagt, frohes neues Jahr und jetzt guckt euch mal das schöne Feuerwerk an. Ich hoffe, es ist gut geworden. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Wir hoffen das Beste. Ja, lasst krachen. Natürlich wieder schön untermalt mit irgendeiner Musik, die wir noch nicht wissen bisher. Wir gucken dann mal, was dazu passt. Da überlegen wir uns heute. Da müssen wir dann mal schauen. Ja. Und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Ciao. We'll be right back.
Stimmt, da ist ein Gastank, ne? Ist auch weiter weg. Hat so lange geregnet jetzt die letzten Tage. Ja, das war nicht. Wie lange brennt das denn da jetzt? 40 Sekunden. Die Signalkappe müsste ein bisschen eigentlich, ja. Aber wenn das irgendwas rausgefallen wäre. Die geht schon längst aus. Ja. Nee, das ist der Rest. Nee, das war mein Magen. Nee.